Liebe Leute, grüß Gott. Brennpunkte des Lebens. Ja, ich habe eigentlich gedacht, wir machen heute irgendwie einen Aufsager mit dem Double George W. Böhm. Der hat nämlich so die charismatischen Fähigkeiten wie der Herr von Dick und Doof. Sie wissen schon, ne? Olli. Olli ist doch der Dicke, ne? Und Stan ist der Schlanke, stimmt's? Ja, ach so, also bist du der Schlaue und der Dicke, okay, alles klar. So, ja, das ist nicht zum Lachen, warum ich jetzt diesen Aufsager mache. Ich mache ihn eigentlich mit dem Hintergrund für mehr Freude schenken und so weiter. Ich improvisiere jetzt praktisch eine kleine Bühne, die vielleicht große Taten nachvollziehen lässt. Ich habe gerade mit zwei Schauspielern gesprochen, einmal mit einer Insa S und dann mit einem Schauspieler aus München. Vielleicht heute Nachmittag noch ein paar andere und die gesagt haben, ey, das finden wir gut. Meine Mutter ist intubiert, das sind die Wortsprecher, Versprecher, worden, Ärztefehler und somit war sie im Pflegeheim und was man da erlebt hat, war grausam. So, ohne Sponsoren geht's nicht. Es gibt in Fürth Anschlagopfer, Brandanschlagopfer. Mit einem Geständnis wird nicht verfolgt, weil es nicht interessant ist und so weiter. Herr George W. Böhm hatte eine Mutter, die auch in einem Pflegeheim war. Was ich dort erlebt hatte, ist immer noch im O-Ton, im O-Bild teilweise aufgezeichnet, ist auch, wie sagt man, wiederkäuungswürdig. Das heißt, es soll sich nicht wiederholen und bedarf um Behelligkeit. Es gibt einen Patienten in Fürth, hoffentlich noch lebend, der hat den Herrn George W. Böhm in welcher Form darum gebeten, vielleicht können Sie das mal selbst sagen, der keine, glaube ich, Unterbeine mehr hat und im Rollstuhl sitzt. Bitte schön kurz. Ja, den habe ich in dem Heim getroffen, wo meine Mutter war. Und der hat mitgekriegt, dass mir die Mama rausgebracht haben. Und dann ist er an mich herangetreten, weil ich den ein paar Mal gesucht habe noch. Und dann hat er ihm gesagt, er hat auch schon ein paar Briefe geschrieben an die Polizei, was da für Umstände sind und wie er da gestohlen wird und seine Sachen wegkommen. Und er hat mich gebeten, einen Brief auf die Polizei zu bringen, weil der Postbote oder die Hauspost wird nicht erledigt, das wird verschwindet immer. So die Aussagen von dem Herrn. Tja. Und der war also nicht blöd, der war geistig da und ich habe mich mit ihm öfters gut verstanden, wenn ich dann war. Und der ist immer zu mir hergekommen mit seinem Rollstuhl. Und das ist irgendwas im Argen und er sagte, die wollen den irgendwie totschweigen oder zu verschwinden lohnen oder irgendwo auf die Tour. Ja. Wie gesagt. Ja, wie gesagt, es war dann natürlich der Fall mit deiner Mutter überlagert, weil du ja dann die Pflege zu Hause übernommen hast und deswegen aus diesem Anliegen etwas, dich verzogen haben musstest, weil ja du praktisch die Auflage hattest, eine perfekte Pflege zu garantieren und somit war das überlagert. Aber jetzt ist ein Brennpunkt oder mehrere Brennpunkte, aber von einem wurde ich gestern intensivst behelligt durch Facebook, weil eine Pflegedienstleistende gesagt hat, ja, ganz oben werden die Millionen gemacht, manchmal auch eine Milliarde, aber in diesem Fall sind es nur Millionen und auf Kosten der Pflegedienstknappheit, das heißt, dass pro Patient, pro Seniore, sozusagen, da gibt es ja auch ein Haus, aber das ist damit jetzt nicht gemeint, zu wenig ankommt, weil wenn zwei Pflegedienstleistende in einer Abteilung, je nachdem wie man das sieht, eben zur Verfügung stehen bei 20 oder 25 Menschen, bei Senioren oder bei Pflegedienstbedürftigen oder nicht Pflegedienstbedürftigen, sondern bei Pflegebedürftigen, dann ist das zu wenig, wenn man das umrechnet auf 8 Stunden, aber manchmal bleibt es nicht bei 8, weil dann jemand sich krank melden muss und dann gibt es wieder Überstunden und dann durch die Überstunden gibt es eine sogenannte Pflegedienstübernächtigung sozusagen manchmal und dann passieren die Fehler und dann
werden sie sofort zur Rechenschaft gezogen, obwohl oben die Geschäftsberichte zum Jahresende im Vorstand sehr gut, geschrieben werden, aber es kommt leider nicht in der breiten Masse des Unternehmens an. Und man sollte eigentlich den Wert anders ausrichten, dass es eine Börse gibt, eine gesellschaftliche, nicht nur eine Zahlenbörse, sondern eine ethische Börse. Vielleicht kann man da, wie der Herr Muhammad Ali gesagt hat, mehr Werte schaffen. Der hat ja Gesicht gezeigt im Boxen. Und im Boxen, dann das Boxenforum, das Weltforum, der größte Sportler des Jahrhunderts oder Jahrtausends, wie man es auch sehen mag, hergenommen, um gegen Vietnam zu kämpfen, um Zeichen zu setzen. Und scheinbar hat er das gut gemacht, denn ich war da, glaube ich, noch nicht auf der Welt. Ich war nämlich noch nicht geboren. Ich mache das jetzt ein bisschen spaßig, aber wie gesagt, man soll ihn nicht vergessen. Auch Dominik Brunner Foundation, Zivilcourage, posthum Herrn Dominik Brunner, sollte man nie vergessen, weil es immer heißt, ja warum, der ist doch schon lange tot. Mit dem braucht man doch nicht mehr werben. Und dann kriegt man Hausverbot. Na, guten Abend. Ich glaube, bei diesen Menschen ist im Herz Hausverbot. Guten Morgen. Vielen Dank. Ich schaue mal, dass es hier ein paar Sponsoren gibt, die diese Sache mit dir und mit den mir bekannten Notfällen, das sind seelische Notfälle, das ist der seelische Notarzt sozusagen, den gibt es ja noch nicht. Es gibt ja nur den körperlichen Notarzt im Moment, wenn jemand verunglückt. Aber das sind Unglücke, die auf Dauer vielleicht auch, weil eine Festplatte vergisst nichts. Und was man da erlebt hat, das hat man dann, im Paket des ganzen Lebens. Also das sind lebenslange Ereignisse und Vorfälle. Und da muss man vorher handeln, nicht danach. Und wir haben auf dem Globus, ich zitiere Herrn Sean Ziegler, der UNO-Sonder Generalbevollmächtigter mal war, dass wir das Bruttoweltprodukt so intensivst vorhanden haben, dass jeder Mensch, jeder auf diesem Globus, 24-fach, ich spreche von jedem, also ich glaube, wir haben 7,298 Milliarden, ich betone, da war ein Komma, 7,298 Milliarden Menschen. Und wenn die, das sind ja alle, fast alle, wenn sie erfasst sind, wenn die vierfach ernährt werden können, dann können Sie sich vorstellen, wie viel Geld vorhanden ist, was alles gerettet werden kann. Auf zum Retten für mehr Humanität weltweit. Also, Herr George W. Böhm, es ist nicht lustig, aber vielleicht können wir lustigerweise in die Herzen der Topmanager geraten. Und ich hoffe, dass auch die mal, wenn sie im Koma sind, reinfallen durch einen Verkehrsunfall, weil sie zu schnell auf der Autobahn unterwegs sind, ob im Internet oder auf der Straße, kommt darauf an, welche Straße, mit ihrem Bugatti Veyron oder mit ihrem Maybach, auch die sind ganz schnell bei einem irreversiblen Schaden, ein Pflegefall. Und dann guten Morgen. Wenn die das erleben müssen, wie man da mit ihnen umgeht. Das lernt man vielleicht nicht nur bei Herrn Kramnik oder bei Garry Kasparov, bei Nigel Short, das lernt man im Schach, dass man sich in die anderen Gehirne und in die anderen Menschen versetzen sollte. Das ist der etwas andere Aufsager für mehr Freude. Herr Böhm, ich hoffe, dass Sie erstmal vielen Dank für die Behelligung der neuen Einbrüche Ihrer Lehrerin. Auch das wird irgendwann mal auf die Bühne kommen, denn Paragraph 1 ist scheinbar bei jedem Einbrecher, der kommt immer wieder zurück, dann wird er irgendwann mal erfasst. Es ist eine Frage der Zeit und es ist eine Frage der Logik, dass man weiterdenkt als derjenige, der Verursacher ist, weil dann ist er automatisch irgendwo gefangen. Und dann habt ihr ihn und dann geht's an den Regress. Aber dann richtig. Wie gesagt, es heißt doch immer, wer geht immer
bis zum, warte mal, so lange zum Brunnen, bis er bricht? Der Krug. Der Krug. Also, auf gut klug, Krug. Ja, ein bisschen Spaß sollte sein. Ich nehme den Hintergrund von Dick und Doof. Warum? Weil Herr George W. Böhm ja schon mal Double gespielt hat und er schaut so aus wie Olli. Olli, Olli George. Nein. Ja, ganz nebenbei, ist er bereit? Ist er bereit, Herr George W. Böhm, wenn er die Möglichkeit eingeräumt bekommt, bei Two and a Half Men eine Staffel mitzuerleben mit Three and a Half Men, dass er seine Gagen größtenteils, also über 50%, in diese sozialen Projekte reinsteckt, weil er sagt, das kann doch nicht sein, die Werte waren früher besser. Ich habe hier Ovo Maltine. Warum wohl? Weil ich da einen Manager kenne. Wer weiß, für was es gut ist. Und wer nicht wirbt, der stirbt. Guten Morgen und ich wünsche Ihnen jetzt heute Nachmittag beim Retten in Fürth alles Gute. Vielen Dank fürs Rangehen. Haben Sie noch irgendwie einen verbalen Ovulus mir zu schenken? Ja, ganz kurz, weil du Ovo Maltine erwähnt hast. Und da fällt mir an, der Spruch ein von Ovo Maltine. Mit Ovo Maltine kannst du schlingen, aber nicht besser. Achso, das Durchhalten für mehr Mensch. Dankeschön. Also, ich mach's kürzer, weil jetzt gleich der Akku ist leer. Aber ich bin nicht leer. Vielen Dank. Öfters mal anders lehren, wie Werte wachsen.